So, herzlich willkommen zu meinem ersten Let's Play auf diesem Channel. Auf anderen bin ich ja schon so ein bisschen angetreten, könnte man sagen, Fitness-Treff und so. Vielleicht erinnert sich irgendjemand dran, mir egal. Mein Name ist Lenio, kurz Lenny. Und ich spiele euch jetzt was vor. Und zwar Chrono Trigger, aber der Kerl soll sich nicht Chrono heißen, das wäre ja... sondern folgendermaßen. Leno klingt auch gut, aber wir nehmen lieber Lenny. Lenny! Unglaublich. Lenny! Guten Morgen, Lenny! Aha, Mutti. Okay, wie spreche ich Mama? Nun steh schon auf! Hopp, hopp! Lenas Glocke macht so schöne Musik. Du konntest vor Aufregung über die heutigen Jahrtausendfeier sicher kaum schlafen, nicht wahr? Ich möchte, dass du dich benimmst. Du könntest aufstehen? Unser Held. Okay, wir können steuern. Ganz vorne weg. Dies wird ein Blind Run. So, Sound noch ein bisschen geregelt. Ich hoffe, das ist jetzt in Ordnung. Vielleicht regle ich es noch mal ein bisschen ab, wenn ich das jetzt bei dem mehreren angucken merke. Spiel hat einen leichten Rotstich. Wie gesagt, ein Blindrun. Chrono Trigger ist an mir vorbeigegangen. Zu der Zeit, als SNES neu war und auf dem Markt war, da war ich noch zu jung, um zu spielen. Ich bin 90er Baujahr. Das vorneweg. Ich bin das N64er Kind, könnte man sagen. Und besinne mich gerade irgendwie auf die alten Tugenden irgendwie zurück. Okay. Keine Ahnung. Keine Ahnung, was diese Tasten machen können. Wie auch immer. Start. Pause. Okay. Wir legen einfach los, denke ich mal. Lalala. Mutter! Endlich! Ach ja, diese Freundin von dir. Ja, ist sie doch gleich. Ich hab's vergessen. Was ist das denn? Die sieht aus wie Arale von Dr. Slump. Weiß nicht, ob ihr das kennt. Ich bin so ein kleiner Manga-Nerd gewesen früher. Wie nennen wir sie denn mal? Keine Ahnung. Pimka. Nee. Wie geht man denn hier zurück? C und A. Nee. wie nenne ich sie denn jetzt? An einen meiner... Nee, das kann ich auch nicht. Das kann ich nicht machen. Wie nenne ich sie? Leute, Abstimmung. Nee, keine Ahnung. Ich nenne sie... Doch. Meine erste Assoziation wird jetzt umgesetzt. Ihr könnt von mir halten, was ihr wollt. Das passt schön, finde ich. Vielleicht ist das ja auch eine ganz nette, aber sie heißt jetzt Arale. Ach ja, Arale. Denkt dran, sie möchte ihre neueste Erfindung zeigen. Oh, das passt ja so slump-mäßig. Jetzt geh aber zum Abendessen zurück. Okay, ich gehe ja schon. Was soll die Katze eigentlich? Oder was ist das? Ist das ein Fuchs? Eine Katze? Zum Abendessen. Ich hau es mal ab. Jahrtausendfeier! Lenas Platz. Alter Mann. Willkommen zur Jahrtausendfeier! Viel Spaß! Mehr hat da nicht zu sagen. Oh, sexy. Oh, Arale und ihr Vater haben wieder was Verrücktes erfunden. Hoffentlich liegt es nicht wieder in die Luft. Wieder? Okay. Dies
ist Lenas Platz, weil Lenas Glocke hört, ein spannendes und glückliches Leben haben. Hm, okay. Kaufen. Karateanzug. Bronzehelm. Keine Ahnung, verkaufen. Ich muss das Spiel erstmal kennen. Holzschwert. Fellkappe. Fellrobe. Wir kaufen mal einen Karateanzug. Tadam! Gucken wir mal, was das verändert. Attacke, Treffer, denke ich mal. Magie. Geschwindigkeit. Da ändert sich mal gar nichts. Ich bleib trotzdem beim Karateanzug und die Fellrobe verkaufe ich. Bronzehelm. Kaufe ich mir. Was soll das unter der 8? Och Mann. Okay, dann nicht. Was will er denn hier? Ist der Schwerter-Heinzel. Melchior, dem Schmerzschmied, etwas abkaufen? Ja. Ja, klar, Magnetklinge. Okay. Ich lebe auf dem Kontinent im Osten. Komm mal vorbei. Kinderpille. Okay, es könnten Minderjährige zuschauen. Was will er denn? Was will er denn? Was bist du denn? Hallo? Was seid ihr denn? Hallo? Hallo? Was geht denn hier ab? Ich kann durch euch durchlaufen. Okay. Soll ich ein bisschen was von mir erzählen? Nee, ist gerade viel am Platz, ne? Vielleicht mal so eine Break. Was ist hier los ist? Na, vor 400 Jahren haben wir den Krieg gegen einen bösen Magier gewonnen. Der Name ist, Geh mal weiter. So, in Richtung Schloss. Okay, sie stand da. Ich bin langsam gegengelaufen, aber boom, Mädchen. Hey! Au! Das hat weh! Okay, so klingt kein Mädchen. Was hab ich denn für eine Vorstellung von Mädchen? Tut mir leid. Alles klar? Oh yeah, mein Amulett. Yay. Okay. Hallo, was willst du von mir? Ach so. Oh nein, sag bloß, es ist weg. Okay, unsere erste Aufgabe ist ganz schwer. Kann ich nicht gut antizipieren. Gott sei Dank, mein Amulett. Es hat einen großen ideellen Wert. Darf ich es zurückhaben? Klar. Nö, klar. Ich bin wegen dem Fest hier. Du wohnst im Dorf, oder? Ich fühle mich hier ein wenig fremd. Macht es dir was aus, wenn ich dich eine Weile begleite? Nein, gar nicht. Oh ja. Nein, gar nicht. Danke, du Gentleman. Oh, hübsche Frauen sind immer willkommen. Ach ja, übrigens, ich heiße, ja. Nach wem sieht die aus? Ah, ich hab eine Idee. Haha, an wen erinnert mich diese Frau? An wen erinnert euch diese Frau? Ich beziehe das jetzt öfter mal einfach mal so. Das, was ich, ich so. Ne? Weiß ich nicht. One Piece, ne? So. Nami! Und wer bist du? Lenny. Aha. Nett, dich kennenzulernen. Gehen wir. Erstes Partymitglied. Woo! Wir sind eine richtige Crew. Nami und ich. Brrr, allein im Wald. Okay. Okay, ich bin leicht sexistisch, muss man dazu vorher sagen. Okay, was wollt ihr hier? Ich hasse Feste. Kennst du schon den neuesten Klatsch? Ja. Dann hau ab. Ich hasse Feste. Kennst du schon den neuesten Klatsch? Nein. Unter uns gesagt, der König ist in Sorge über seinen Wildfang von Tochter. Ich würde ja gerne mal wissen, wie wild sie wirklich ist. Oh mein Gott, das Spiel ist so versaut wie ich. Okay. Vielleicht war das ja nur eine Anspielung darauf, dass sie gerne jagen geht. Okay. Sie sind ja noch am Aufbauen. Komm später nochmal vorbei, ja? Nochmal, okay. Partymitglied Nummer 1. So, die Musik ist schön. Die ist schön für den Marktplatz. Ich rede jetzt nicht. Beim Mittagessen wartet. Oh.
Oh, schön. Ein gutes Spiel. Pikachu! Oh, Pikachu! So.